So, heute ist wieder ein Tag, der eine Kaltfront bringt. Und wir hatten heute fast 30 Grad hier auf 860 Meter, 29,7 Grad genau. Und jetzt gegen 17 Uhr habe ich jetzt zwei Blitze gesehen. Jetzt habe ich die Kamera schnell aufgestellt und guck mal, ob ich was erwischen kann. Es ist sehr windstill, man hört es auch donnern leicht. Aber das Ganze ist ein bisschen östlich. Ja, da war schon einer, da haben wir schon. Der Himmel schaut gar nicht allzu spektakulär aus. Es sind viele Schauer jetzt in der Zwischenzeit, haben sich da entwickelt. Aber so richtig dramatisch schaut es nicht aus. Und dennoch sieht man es ab und zu blitzen, nur es variiert sehr. Man erwischt sie schwer, die Blitze. Naja, so richtig will es nicht. Also es ist sehr warmer Wind noch, ein bisschen mehr jetzt. Mal da, mal dort entwickelt sich was, aber es fällt auch wieder zusammen. Da hinten kommt jetzt aus Westen so ein Niederschlagsvorhang rein. Naja, komische Stimmung. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Da sieht man auch wieder so eine kleine Komprimierung. Jetzt kommt der Regen an. Wobei es auch schwierig ist, es kann Regen an, plötzlich auch Hageln. Also da ist alles heute drin. Ah, da war jetzt wieder ein Blitz. Der Streifen da hinten, der hier, der könnte ein Hagelstreifen sein. Der ist sehr dicht und sehr massiv, dieser Niederschlags, ja, man muss sagen, Niederschlagsfinger. Ja, ein bisschen Platzregen haben wir jetzt gerade wieder. Die Sonne kommt im Westen gerade wieder raus. Ziemlich verrücktes Wetter, aber kühler ist es noch nicht wirklich geworden. Außer wenn der Wind geht, dann wirkt es ein bisschen kühler. Ist immer noch schwül. Da haben wir über den Bergen hinten Richtung Kitzbühel haben wir da so eine kleine Struktur mit einer Absenkung. Da haben wir jetzt einen Blick nach Westen und da sieht man, dass das da hinten völlig aufreißt wieder. Da ist die Sonne, nur man sieht es nicht, also es ist alles so gleißend und trotzdem regnet es noch ein bisschen. Sehr, sehr eigenartig. Es ist immer noch warm, immer noch schwül.